herzlich willkommen zum Daily Dog Talking heute aus dem echt kalten und verregneten Wolfratshausen. Diese Tour ist wirklich eine Tour der Wetterextreme. Erst haben wir extreme Hitze gehabt und jetzt ist es so, dass über Nacht ein Temperatursturz hier stattgefunden hat und wir sind jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, 13 Grad. Gefühlt sind es auch nur noch 5 oder so. Ich glaube knapp über dem Gefrierpunkt. Aber es ist so, wie es ist und das gibt mir ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft, mich auch auf den nächsten Vortrag vorzubereiten, den ich in Lauta halten werde übernächste Woche. Und ich nutze jetzt die Regenzeit genau dafür und reflektiere ein bisschen. Die Tour, freue mich darüber, dass ich heute keine Einzelcoachings habe und die Einzelcoachings, die ich gestern eingeplant habe, die konnte ich auch tatsächlich noch im Trocknen ohne Regen irgendwie absolvieren. Und davon möchte ich euch heute ein bisschen berichten, weil dabei auch eine Kundin gewesen ist, die ich letztes Jahr das erste Mal im Erstgespräch hatte auf meiner Sommertour letztes Jahr im August. Auch hier in Wolfratshausen habe ich sie getroffen. Und sie kam damals in die Beratung mit einer sehr unsicheren Golden Retriever Mischlingshündin. Und die Besitzerin machte sich damals große Sorgen darüber, dass der Hund so depressiv war, aufgetreten ist und auch wenig Spaß am Leben hatte offenbar. Eigentlich waren die beiden ein super Team. Also ich habe mir den dann angeschaut, wie die gemeinsam unterwegs sind. Und es gab nur kleine Schwierigkeiten der Hündin in der Auseinandersetzung mit Artgenossen, weil sie da immer ins Meideverhalten gegangen ist. Sie wollte keinen Kontakt mit Artgenossen, ist immer ausgewichen, war sehr unsicher und hat dann letztendlich, wenn sie nicht ausweichen konnte, an der Leine auch gebellt und ist in die Leine gegangen, um die Situation für sich gefühlt unter Kontrolle zu behalten. Die Besitzerin machte sich große Sorgen auch über die Beziehungsqualität. Es war ganz offensichtlich, dass beide wirklich den Spaß aneinander vielleicht auch noch gar nicht gefunden hatten oder wenn sie ihn jemals hatten, dass sie ihn verloren haben. Und es tat mir unglaublich leid, in der Seele zu sehen, dass beide eigentlich so bemüht sind, auch bereit sind, in die Beziehung zu investieren, aber irgendwie aneinander vorbeileben und nicht besonders viel Spaß aneinander haben. Und meine Aufgabe ist es dann gewesen, dafür zu sorgen, dass die wieder einen Weg zueinander finden und miteinander den Alltag bewältigen und Spaß finden in dem gemeinsamen Tun. Und das funktioniert natürlich nicht, indem man in irgendeiner Form trainiert oder bestimmte Dinge versucht zu dressieren, sondern da geht es wirklich auch um die Qualität des gemeinsamen Zusammenlebens und der gemeinsamen Interaktion. Und ich habe gar nicht viel gemacht mit den beiden, weil die eigentlich als Team so gut aufgestellt gewesen sind, dass wenn ich da jetzt in der Beziehung großartig was hätte verändern wollen, hätten die sich sehr verbiegen müssen und das wäre beiden auch gar nicht gerecht geworden. Und hätte bei der Hündin möglicherweise auch für noch mehr Verwirrung und Unsicherheit gesorgt. Diese Hündin kommt aus Bosnien und ist mit 6 Monaten in diese Familie gekommen. Sie sind die 4. Besitzer. Das heißt, die Hündin hat in den ersten 6 Monaten 3-mal den Besitzer gewechselt. Und das ist natürlich auch eine Situation, die etwas macht mit einem jungen Hund. Gerade auch in Bezug auf Vertrauen und Bindung eingehen wollen und so weiter. Zudem ist diese Hündin extrem unsicher. Sehr devot, sehr zurückhaltend und sehr aufs Meiden bedacht. Und die Besitzerin hat bis zu dem Gespräch letztes Jahr auch tatsächlich alle möglichen Situationen, die ihr gefährlich erschienen, gemieden. Und in den Situationen, in denen es nicht zu vermeiden war, hat sie einfach nur geguckt, dass sie den Hund irgendwie aus der Situation rauskriegt. Das ist erstmal eine gute Vorgehensweise, aber wenn man sich in diesem Meideverhalten festhängt, ist eben eine Weiterentwicklung auch nicht möglich. Und das ist das, woran ich mit denen im letzten Jahr auch schon angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, wir haben geschaut, dass eben neben dem Vermeiden von bestimmten sehr kritischen Situationen der Hund trotzdem immer wieder auch in die Konfrontation kommt mit Alltagssituationen, also mit Artgenossen, mit Dingen, die sie beunruhigen, wo sie immer Flucht wählen würde. Aber das Maß bestimmt den Erfolg. Das heißt, die Besitzerin war eben aufgefordert, dafür zu sorgen, dass diese Hündin nicht überfordert wird mit den Situationen, dass die Hündin genug Zeit und Raum bekommt, um diese Reize wahrzunehmen. Dazu gehörte Abschalttraining, dazu gehörte Auftreten der Besitzerin für die Hündin, auch Menschen blocken, die die Hündin anfassen wollen und so weiter.
Und das haben die hervorragend durchgeführt im Laufe des Jahres. Ich habe ständig Videos bekommen von der Besitzerin. Zeitgleich haben wir daran gearbeitet, dass die Hündin Spaß an der Dummy-Arbeit entwickelt, weil das etwas war, wo sie wirklich große Freude hatte. Und man sieht im Verlauf der Entwicklung, wie sich auch die Körperposition, das Ausdrucksverhalten des Hundes verändert unter dieser Dummy-Arbeit, unter dieser gemeinsamen Aktivität. Und wie die beiden Stück für Stück dichter zusammengewachsen sind und die Hündin jetzt auch eine viel stärkere Fokussierung auf die Besitzerin hat. Es gibt viel mehr Blickkontakt zwischen den beiden und schon die Videos, die ich in der Zwischenzeit bekommen habe, haben gezeigt, dass diese Vorgehensweise beide wirklich viel dichter aneinander bringt, in den Alltag zurückbringt und beide großen Spaß aneinander über die gemeinsame Dummy-Arbeit haben. Und als ich die dann gestern gesehen habe, jetzt nach einem Jahr praktisch nur Begleitung über Videoaufnahmen, habe ich mich wirklich unglaublich gefreut, weil die Hündin vor einem Jahr auch sehr skeptisch mir gegenüber gewesen ist. Die ist einfach sehr vorsichtig, auch Menschen gegenüber. Kein Hund, der nach vorne gehen würde, aber der halt alles vermeidet, was ihr irgendwie komisch vorkommt. Und sie ist gestern kurz zu mir gekommen, hat geschnuppert und dann hat sie sich tatsächlich ablegen können und sie hat während des Gesprächs tief geschlafen, kam zur Ruhe und auch als Ablenkungsreize da auf den Parkplatz gekommen sind, war sie nicht im Meidemodus, sondern im Abwartemodus. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, wenn aus Angst Mut wird, dann ist ganz viel gewonnen. Das heißt, diese Hündin überwindet ihre Angst, die sie bisher nur mit Meideverhalten beantwortet hat. Meideverhalten, um für sich selber eine ertragbare Situation zu schaffen. Und jetzt über den Aufbau ihres Selbstbewusstseins, über den Aufbau der Bindungsqualität, über die Zuverlässigkeit der Besitzerin, über das Setting, in das die Besitzerin sie bringt, über das Mindset, das die Besitzerin aufgebaut hat, kommen die beiden in ihrer Beziehungsqualität zueinander. Und haben beide mörderisch Spaß an der Dummy-Arbeit, an der gemeinsamen Dummy-Arbeit. Und ich konnte gestern eigentlich mich nur von dem Erfolg überzeugen, habe den beiden noch ein, zwei Tipps gegeben, wie man jetzt die Dummy-Arbeit ausbauen kann. Aber letztendlich gibt es für die beiden, für mich, nicht mehr viel zu tun. Die sind so gut aufgestellt jetzt miteinander. Die Besitzerin ist happy mit ihrer Hündin, die Hündin ist happy mit der Besitzerin. Und die beiden rühren mich wirklich sehr, weil meine Aufgabe nicht immer nur darin besteht, Probleme zu lösen. Das tue ich gerne und das tue ich auch viel. Aber ich freue mich einfach auch in solchen Fällen, wo ich an der Beziehungsqualität für mehr Spaß aneinander sorgen kann, weil das A und O ist. Wir haben unsere Hunde dafür, dass wir eine gute Zeit mit ihnen verbringen und dass es uns und den Hunden gut geht und nicht auf Kosten des einen oder des anderen das zu erreichen ist, sondern am besten im gedeihlichen Miteinander und mit Spaß aneinander und Freude aneinander. Das wäre mein Wunsch und das wäre mein Ziel. Und das kann man nicht hinklickern, das kann man nicht hintrainieren, das kann man nicht dressieren, das kann man nur erarbeiten über Bindungsarbeit. Ja, also wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schick mir gerne eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Schau gerne auf meinem YouTube-Kanal Dog Talking. Da sind jede Menge weitere Berichte von mir und auch kurze Informationen zu verschiedenen Themen. Schau unbedingt auf meine Webseite, die haben wir neu gestaltet. Teil die Webseite bei Menschen, die sich dafür interessieren könnten, damit die auch in den Genuss von meinem kostenlosen Content kommen. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir dieses Video gefallen hat und du vielleicht auch deine Erfahrung in die Kommentarzeile schreibst. Ich werde weiter von meiner Tour berichten. Mich treibt es jetzt nach Österreich. Dort werde ich in Kürze hinfahren und dann dürft ihr gespannt sein, wie es weitergeht auf meiner Sommertour, Dog Talking Sommertour 2023. Bis dahin grüße ich euch sehr, sehr herzlich, ihr Lieben. Passt auf euch auf und genießt eure Hunde. Bis dann. Tschüss.